kurz zu machen. Wir brauchen Beweise, dass Wai Rong zu einer Splittergruppe innerhalb der chinesischen Regierung gehört. Bin ich immer noch an der Leine? Nein, du hast die Genehmigung, Gewalt einzusetzen. Fifth Freedom bei allen, außer Wai Rong. Wir können es nicht riskieren, ihn auszuschalten, bevor wir die Beweise haben. Die Spielereien sind vorbei. Wir sind im Krieg. Okay, und damit sind wir zurück bei einer neuen Folge Splinter Cell. Und wie ihr schon gehört habt, jetzt geht's hier langsam richtig ab. Gut, was hat die Dame mir zu sagen? Näher können wir so nicht ran. Lambert hat Angst, Wai Rong zu verschrecken. Das wird schon klappen. Geben Sie Ihr Bestes. Ich will keinen Krieg. Wer will das schon? Okay. Jetzt habe ich die Flasche mitgenommen, die brauchst du gar nicht. Ich will nur hier hoch. Gut, da komme ich rein. Ich gehe mal einfach hier durch. Ich hab auch den Botschaft wird angetötet. Okay. Gut zu wissen, dass hier gleich mal irgendwelche Typen rumstehen. Ach, fuck. Falscher Spielstand. Um es kurz zu machen. Wir brauchen Beweise, dass Wai Rong zu einer Splittergruppe innerhalb der chinesischen Regierung gehört. Bin ich immer noch an der Leine? Nein. Du hast die Genehmigung, Gewalt einzusetzen. Fifth Freedom bei allen, außer Wai Rong. Wir können es nicht riskieren, ihn auszuschalten, bevor wir die Beweise haben. Die Spielereien sind vorbei. Wir sind im Krieg. Okay, gut. Ich konnte ja nicht ahnen, dass hier gleich schon solche Typen rumstehen. Was, wenn sie unterwegs detoniert? Der Oberst sagte, das geht gar nicht. Warum? Ist doch alles da. Aber noch nicht scharf. Es ist wirklich ein sehr komplexes System. Aber es könnte sein. Ruhe! Jetzt ist endlich. Wir müssen in ein paar Minuten fertig sein. Okay. Habe ich irgendwelche Notizen? Nee. Daten? Auch nicht. Wo hat man die Ziele? Wai Rong darf nicht sterben. Botschaft infiltrieren. Dann in den Keller. Gut. Also die Typen einfach da drinnen, die stören mich hoffentlich nicht weiter. Okay, aber wie komme ich dann hier weiter? Oder muss ich doch durch die Kneipe hier? Weil hier geht es jedenfalls nicht weiter. Gut, also probieren wir es mal hier durch zu kommen. Wo sind die Typen? Da links. Fuck, die sehen mich 100 pro. Oder? Ne, ich hab Glück, die gucken in die andere Richtung. Dann schleiche ich mal hier rüber. Aber jetzt bin ich auf der Toilette. Ja, super. Spanner hier. Ist ja eine eklige Toilette. Ich mach sie mal kalt da drüben. Einer unserer Männer wurde getötet. Haben die was dabei? Nein. Der weiß nichts. Ist ja auch nur ein Koch hier, gut. Hat uns jetzt aber nichts gebracht, hier irgendwie reinzugehen, oder? Nur die Frage, wo komme ich jetzt weiter? Hier hoch irgendwo? Bin ich ganz doof. Weil hier komme ich nicht rüber, oder? Drüben geht's auch nicht weiter. Da ist einfach nur die Map vorbei. Hä? Hallo? Wo komme ich jetzt hier weiter?
Karte wäre ganz praktisch. Hier komme ich nicht rein. Da oben ist was. Da oben müsste ich, glaube ich, hoch. Aber wie komme ich da hoch? Das ist jetzt die große Frage. Ist hier irgendwo ein Weg nach oben? Ich höre doch Schritte. Hier ist aber nichts. Verarschen. Wo verdammt geht's denn hier weiter? Halt hier. Oder? Nee. Ach, das habe ich ja immer mega gern. Keinen Anhaltspunkt hast, wo es weitergeht bei dem Spiel. Das ist zum Katzen. Da geht's nicht weiter. Willst du mich vereiern? Oder bin ich einfach so blind? Näher können wir so nicht ran. Lambert hat... Das wird... Geben Sie ihr... Meine Güte. Da geht's auch nicht rein. Willst du mich verarschen? Wo geht's denn hier weiter? Die obere Etage infiltrieren. Ja, ist klar, aber wie komme ich auf die obere Etage? Ist hier drinnen irgendwo eine Decke was? Hier ist ja nicht. Hier ist kein Weg nach oben. Willst du mich verarschen? Den Fahrstuhl oder sonst irgendwas. Wie komme ich denn hier hoch? Ah, da! Oh, das ist ja hinter hintersten Ecke ist eine kleine Leiter versteckt. Ihr wollt mich doch verarschen. Fischer, du wirst vor jeder Menge Türen stehen, die durch Codefelder gesichert sind. Du kannst dich nicht auf erpresste Informationen verlassen. Du musst improvisieren. Ja klar, sieht er mich instant. Ach, der hat ein Infrarotgerät. Am Kopf, das ist natürlich schlecht für mich. Das heißt, sieht mich auch im Dunkeln. Ganz toll. Jo. Das heißt, wir müssen noch vorsichtiger hier rumschleichen. Hier geht's weiter. Das heißt, wir gucken erstmal da drüben lang, ob wir da noch was finden. Wenn da noch ein Medikit oder so ein Scheiß rumliegt. Nee, hier ist noch eine alte Dusche. Okay. Dann gehen wir weiter. Was ist hier? Kaputter Lichtschalter. Gut, wir sind wieder hier an der... Uah, nicht runterfallen, du blöde Jan. Wir sind wieder hier an der Botschaft. Gut. Immer besser nicht darunter. Mal schauen, dass wir hier oben bleiben. Gibt da bestimmt irgendwo einen Eingang, genau da hinten. Da will ich hin. Gut. Wir
haben eine Idee, was wir mit den Kotfeldern der Türen machen können. Die durchschnittliche Temperatur in der Botschaft könnte niedrig genug sein, um einen Temperaturunterschied auf den Kotfeldern zu sehen. Es wäre einen Versuch wert. Nur durch diese Türen kommen wir weiter. Okay. Gut, das kann ich natürlich nicht bedienen, hier die Tür. Aber egal. Ich höre schon wieder eine Kamera hier, das ist nicht gut. Hier ist eine Tür versteckt. Hinter einem Vorhang, aber die können wir auch nicht aufmachen. Was gemein ist. Oberst, die letzten Speichersticks sind gelöscht. Machen mit den Festplatten weiter. Okay. Schloss klemmt, können wir nicht aufmachen. Das heißt, wir müssen hier drüben durch. Ach, jetzt haben wir noch Informationen bekommen. Es gibt keine Speichersticks, um Türen zu umgehen, die mit einem Code versehen sind. Okay. Gesehen? Nee. Idiot, was? Ist doch kaputt. Wie können Daten aus den Trümmern bergen? Platten müssen gelöscht und zerstört werden. Jawohl. Das war es aber nicht so lustig hier. Na klar, sehen die mich sofort. Position halten! Ganz schön Aufwand hier, um das alles kaputt zu machen. Aber einen haben es nicht kaputt gekriegt. Gut für mich. Bringt mir aber nichts weiter. Schade. Speicherstick, was sagt er mir? Sprengmunition, obwohl ich nicht weiß, wie... Baut sein eigenes Gerät zusammen aus Materialien unserer alten... Cola-Halbinsel. Wenn du... Ja gut, toll. Was sagt er mir? Ist hier noch was drin? Nein. Nichts mehr drin. Gut, machen wir weiter. Hier ist noch ein Computer. Und zwar ein wichtiger, sehr schön. Grimm. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, wie viel wir noch benutzen können. Ist fast alles gesäubert. Lambert, sieh mal. Oh Mist. Sie haben das Americium 239 gefunden. Sind gleich zurück, Fischer. Neues Missionsziel, Fischer. Da ist ein LKW-Konvoi in einem Lagerhaus auf dem Botschaftsgelände. Sorge dafür, dass er nie losfährt. Ich weiß, du hast nicht genug Sprengsätze, aber... Aber alles mit einem vollen Tank ist eine Bombe, die auf einen Zünder wartet. Muss ich auf Strahlung achten? Die Komponenten sind nicht zusammengesetzt. Es wird keine Kettenreaktion geben. Cool. Hier kommt Feierung! Alle Einheiten, Alarmstufe Rot! Wiederhole! Alarmstufe Rot! Nikolaze hat uns verraten! Ich will, dass dieser Konvoi Marschbereitschaft herstellt! Okay. Da ist ja schon der nächste hier. Ich hab was gesehen. Schlecht, dass da oben eine Kamera ist.
Der Typ guckt natürlich genau zu mir, wenn ich das jetzt mache. Super. Bitte bei der Zentrale meine Ablösung aktivieren. So, läuft das auch schon besser hier. Da hat sich was bewegt! Na komm her, mein Freundchen. Dann eben nicht. Oh. Safe, jetzt geht er mal kaputt, du dummes Ding, ey. Wo ist denn der Typ hin? Doch, da. Mann, ich bleib mal stehen hier. Ruhe erschießen. Da! Da! Gut, der ist weg. Hast du was dabei, mein Freund? Nein, natürlich nicht. So, noch mehr Computer. Die ich aber nicht benutzen kann. Na super. Na gut, gehen wir weiter. Also kann ich noch das Licht ausmachen. Scheinbar nicht. Aber doch, ich kann. Damit man die Leichen nicht so schnell findet. So, weiter geht's. Ich muss ein wenig auf meine Munition achten. Ach du Scheiße. Wie viele sind hier? Zwei. Das ist nicht gut. Na gut. Oder wir lassen sie einfach liegen. Aber ich würde sagen, was wir mit den zwei Typen da machen, das sehen wir das nächste Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet auch dann wieder ein. Bis dahin, haut da rein. Ciao.